Beyond Zero. Nabend zusammen. Na, wie war eure Woche? Ich hatte zum Beispiel vorgestern war das so ein Punkt, wo ich sagte, ich habe keinen Bock mehr auf Berlin. Ich habe absolut keinen Bock mehr auf Berlin, weil du fährst 2 Kilometer Auto und mindestens 1 bis 2 Bekloppte begegnen dir oder sind hinter dir oder sonst was, ja? Wo ich sagte, nee, also Berlin ist so verrückt geworden. Aber naja, mal schauen. Nochmal guten Abend an bis jetzt 130 Leute, die jetzt live dabei sind. Wir warten noch ein bisschen, würde ich sagen, denn normalerweise sind wir immer so um die 400, 500. Mal schauen, was noch dazu kommt. Ja, Stromnachzahlung. Oh mein Gott, ey. Stromabrechnung bekommen vor, wann war das? 3 Wochen oder so. 852 Euro musste ich nachzahlen. Ich war begeistert. Ich war richtig begeistert. Naja. Jetzt Finanzamt. Habe ich jetzt Einkommensteuererklärung abgegeben. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe das Gefühl, man ist nur noch am Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ja. Und Emil schreibt, ich habe Geld zurückbekommen und tatsächlich meinen Verbrauch gesenkt. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich irgendwie Geräte hier im Haus habe, jetzt mal abgesehen hier von dem PC, der hier sehr oft läuft, also tagsüber logischerweise nicht, wenn ich nicht zu Hause bin, aber abends eigentlich den ganzen Abend, ob der so viel verbraucht oder aber mein alter Kühlschrank. Mein alter Kühlschrank, das ist sowieso so ein Phänomen. Was ist denn das? Siemens oder Bauknecht oder ich weiß es nicht. Irgendeine deutsche Marke auf jeden Fall. Und den habe ich damals, wo ich vor, lass mich nicht lügen, wann bin ich hier eingezogen? Vor etwas über 10 Jahren bin ich hier in diese Wohnung eingezogen und habe mir den damals schon gebraucht gekauft für 100 Euro. Aber das ist ein riesen Kühlschrank. Bauknecht ist das, glaube ich. Und er läuft und läuft und läuft. Aber ich befürchte, er verbraucht ein bisschen viel, ja. Deswegen wahrscheinlich auch mal eine hohe Stromrechnung. Und ich habe bisher immer 80 Euro Abschlag gezahlt. Und ab 1. November darf ich 168 Euro monatlich Abschlag zahlen. Das ist ja so, als ob ich hier mit in einer 4-Personen-Haushalt leben würde. Und deswegen habe ich natürlich den Stromanbieter gewechselt, aber ich komme aus diesem Vertrag hier erst raus im Juli nächsten Jahres, beziehungsweise zum 1. Juli nächsten Jahres. Da habe ich dann gewechselt, da bezahle ich dann 110 Euro Abschlag monatlich, aber 168 hier bei, ich kann es euch mal erwähnen, bei Vattenfall ist schon heftig, ja, so einen Abschlag zu verlangen. Aber naja, gut. Seele schreibt eventuell auch der Lüfter. Du meinst den Luftfilter, den ich habe? Ja, aber auf den möchte ich ehrlich gesagt nicht verzichten. Aber ich glaube nicht, dass der so viel verbraucht. Ihr seht, ich habe eine Klimaanlage hier eingebaut. Die habe ich aber jetzt dieses Jahr, also die lasse ich auch nur laufen, wenn es wirklich draußen 35, 36 Grad sind und man hier drin das nicht mehr aushält, ja. Oder dann willst du schlafen gehen, dann ist es hier sau heiß drin. Dann mache ich das Ding mal, sage ich mal, eine halbe Stunde an. Dann kühlt das ruckzuck runter auf 20, 22 Grad, je nachdem, wie ich das einstelle. Und dann mache ich das Ding wieder aus. Also das läuft auch nicht ununterbrochen, selbst im Sommer. Ja, deswegen, ich tippe mal auf den Kühlschrank. So, ich gucke gerade in den Chat rein.
Okay, ja. Naja, Strom, ich glaube, ab 1. Januar soll es auch schon wieder teurer werden oder so, ne? Und naja. Gut, lieber ein anderes Thema, was aber doch vielleicht ein bisschen mit zusammenhängt, weil wie kommt man an das Geld, um das alles bezahlen zu können? Meine Info in eigener Sache. Ich habe also erstmal ganz lieben Dank an die ganzen Abonnenten. Wir sind jetzt inzwischen haben wir die 3000er geknackt. Wir sind jetzt bei 3014 exakt Abonnenten. Und je mehr Abonnenten da sind, umso mehr bekommt man Anfragen wegen einer bezahlten Zusammenarbeit. Ich habe das öfters ignoriert, weil ich nicht viel davon gehalten habe. Ich habe jetzt aber, beziehungsweise gestern, eine E-Mail bekommen. Ich möchte jetzt noch nicht verraten, um was es genau geht, aber ich werde halt angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für dieses Produkt zu werben. Und jetzt brauche ich mal eure Hilfe. Nämlich, vielleicht kennt sich einer damit aus, ich kenne mich nicht damit aus. Ich habe natürlich jetzt vorhin vor einer Stunde erst zurückgeantwortet, dass ich schon Interesse habe und bitte um weitere Informationen. Vor allen Dingen um einen Satz. Und jetzt bitte ich euch mal um Hilfe, vielleicht versteht das von euch einer. Die schreiben, wenn sie Katzen haben, habe ich ja. Es dreht sich also um meine Katzen und Produkte für Katzen. Wenn sie Katzen haben und Interesse an unserer Kampagne haben, senden sie uns bitte ein Medienpaket. Ein Medienpaket. Was soll ich denn da senden? Was ist ein Medienpaket? Oder teilen sie uns die Rate ihres Videos mit, damit wir diese Kampagne durchführen können. Weiß einer davon, was damit gemeint ist? Ja. Also gehört habe ich das schon mal, die Rate oder der Rate ihres Videos oder beziehungsweise doch Videos. Medienpaket. Ich habe keine Ahnung, wie ich das vorstellen soll. Ich hier so ein Produktvideo machen, zeigen, wie das funktioniert. Ich lasse mich sehr überraschen. Nee, Scam ist es nicht, Hanna. Also ganz einfach, weil die haben ja eine offizielle Webseite hier auch mitgeteilt, den Produkttyp mitgeteilt. Also das hört sich schon sehr ja, keine Ahnung. Sehr seriös an, sage ich mal, auf den ersten Blick. Aber hören sich ja viele Sachen auf den ersten Blick seriös an. Aber ich lasse mich jetzt mal überraschen, was die mir jetzt antworten auf meine Antwort. Und dann halte ich euch natürlich auch auf den Laufenden. Aber Sensor schreibt, ist normal kein Scam. Die wollen berechnen, wie sie skalieren können, wie viel Reichweite Bernie hat. Wie meinst du, wie ist denn das genau gemeint, Sensor? Okay. Naja, ich lasse mich immer überraschen. Ach, Medienpaket ist die Info zu deiner Zuschauerzahl. Daten etc., wie oft du Videos hochlädst etc. Ach, ich verstehe. Okay. Na ja, gut, ich mache ja weniger Videos. Bei mir sind es ja, glaube 90% oder mehr live. Okay, danke für diese Auskunft. Ah ja, Medienpaket zu deiner Zuschauerzahl, Daten etc., wie oft du Videos hochlädst etc. Ah, ich verstehe. Okay, danke für den Hinweis. Achtung vor Marvin, ja.
Ich glaube, für Marvin bin ich nicht relevant genug. Da fehlen noch ein paar tausend Abonnenten. Ja, Helena, habe ich ja gemacht. Ne? Ich habe vor einer Stunde, glaube, war das, auf diese Mail nochmal geantwortet und um mehr Infos gebeten. Und wie gesagt, ich halte euch da auf den Laufenden. Aber ich kann nur sagen, dieses Produkt, da würde ich persönlich voll dahinter stehen, weil es ist einfach geil. Ja, mehr will ich dazu jetzt nicht verraten. Aber wenn ich zu sowas irgendwas machen würde oder zu Produkten allgemein, dann nur, wo ich hundertprozentig dahinter stehe. Und genau das würde ich hundertprozentig dahinter stehen. Gut, jetzt genug davon. Heute Abend ist ja mal wieder Frauke Liebs. Uwe schreibt, ich würde das Angebot meinen Anwalt vorlegen. Das wäre natürlich eine gute Werbung, wenn die Katzen immer mal unverhofft das Bild hüpfen. Da ist dann nichts gestellt, sondern nebenbei. Ja, ich denke mal deswegen, weil die ja immer mal durchs Bild gehüpft sind, sind die wahrscheinlich auf mich aufmerksam geworden. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja? Clara schreibt, vielleicht kommt noch ein Sponsor mit blauen Poloshirts. Ja, das ist doch geil, oder? Blaue, ich stehe ja, meine Lieblingsfarbe ist blau. Und ich liebe blaue Poloshirts, ja. Deswegen habe ich auch mehrere davon. Dunkelblau, hellblau, keine Ahnung, ja, verschiedene Blautöne. Aber heute Abend habe ich mal einen Pullover an. Ein Sponsor mit blauen Hemden, blauen Poloshirts, So, heute Abend. Ihr könnt auch, natürlich hier wieder anrufen, wie jedes Mal im Live. Telefonnummer links unten eingeblendet. Nochmal den Hinweis, mindestens 20 bis 30 Sekunden klingeln lassen. Und dann werdet ihr erst durchgestellt. Die Frage von Hanna, ist dir kalt? Nein. Aber ich habe hinten, wie ihr seht, meine Balkontür auf, damit die Katzen auch ein bisschen raus können. Und ich will die heute Abend auflassen. Dann haben die ein bisschen Abwechslung draußen, alles mal zu beschnuppern und zu beobachten. Aber es kommt natürlich auch ein bisschen kühle Luft rein. Und deswegen will ich jetzt hier nicht im T-Shirt sitzen, sondern im Pullover. So, ein Anrufer. Guten Abend. Hallo? Hallo. Am besten machst du dein PC leiser oder was du anhast. Jo, ist schon aus. Ist schon aus. Jo. Okay. Ja. Frau von Ja, da bin ich schon Nachtcafé, raus. bist du abgespeichert? Bitte, was bin ich? Frau von Nachtcafé sehe ich hier als abgespeichert. Ja, wir haben schon mal gesprochen. Frau von Genau. Nachtcafé. Ja, ich wusste, ich konnte mich an deinen Vornamen nicht mehr dran erinnern. Ja, ich bin als Hanna Blesby unterwegs, weil Ah. ich den Namen Hanna so mag. Ach, du hast gerade Aber gefragt, ich, ist hier kalt? Genau, ja, genau. ja, genau. Ja, ansonsten würde ich halt kurz rüberkommen, dich ein bisschen wärmen, aber Oh. naja. Ich bin so mütterlich veranlagt, Ach, das ist aber ja. lieb. Jo, siehste. Wir lassen dich nicht im Kalten stehen und auch nicht im Regen, Auch nicht im ne? Regen. Schön. Okay, Kommst du auch aus genug Berlin Spaß. oder was? Nö, aber Ach so. ja, es gibt ja eine direkte ICE-Verbindung Göttingen, Berlin. Ich bin in Göttingen. Ach, du Kann wohnst in man in Göttingen. 2,5 Stunden, Ja, kann man ja. 2,5 Stunden nach Berlin rauschen. Wollte ich schon immer mal hin. Ah ja, okay. Warst noch nie in Ja. Berlin? Nee, das steht zwar auf meiner Liste. Ich war schon am anderen Ende der Welt quasi, aber ich war noch nicht in Berlin. Ah ja, okay. Deshalb, Berlin steht definitiv auf meiner Liste, vielleicht auch solange das Brandenburger Tor noch orange ist. Wäre auch cool, das dann nochmal zu sehen. Ist das noch orange, ja, von diesen Verrückten da? Ja,
Von den Klima-Tomatenmark, Werfern oder was immer sie da orangefarbenes dran gemacht haben, was sich so tief in den Sandstein gefressen hat, dass es jetzt nicht so einfach entfernt werden kann. Das wird nicht billig, Ja, das liebe stimmt. Klimaleute. Das Das stimmt. wird nicht billig zu restaurieren. Ja. 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 Ich stecke mir jetzt gerade übrigens eine Zigarette an. Und die ganzen Leute, die sich jemand darüber beschweren, oh, der raucht da vor der Kamera. Und Leute, ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid, aber früher war das normal. Überall wurde geraucht, Früher war das, im Fernsehen wurde geraucht, in Studios wurde geraucht, in Restaurants ja, wurde das stimmt. geraucht, ja. Rauchen war Ich kenne irgendwie. das auch noch. Ja, Ich ne? bin alt genug, um das zu wissen. Ich bin Ja. 44 und ich weiß das ganz genau, dass überall geraucht wurde. Ja. Und als ich nach Kassel kam, um Musik zu studieren, das ist jetzt absolut random Side Fact, ja, interessiert kein Schwein, ich erzähle es trotzdem, da wurde das gerade geändert. Und ich war so froh, denn ich bin Sängerin und mir kratzt der Rauch, wenn da Kettenraucher unterwegs sind im Gebäude, kratzt mir das extrem im Hals. Ich konnte da nicht singen. Ja. Und ich hatte dann gerade Glück, dass das verboten wurde und alle standen schnatternd vor der Tür. Es war Wintersemester und Ja. schimpften vor sich hin. Und ich so, yeah! Endlich kann ich kann atmen. Ihr dürft frieren. Patchy. Ja, sonst hätte ich da wahrscheinlich nach einem Semester abgebrochen. Aber so bin ich dort zur Opernsängerin mehr oder weniger ausgebildet worden. Oh, So. Wahnsinn. Ja, ich bin ein lautes Mädchen. Hast du beruflich das auch gemacht, oder? Ja, kurzzeitig. Ah. Also Beruf und ich meine Opern- und Kammermusik und Kirchenmusik. Man macht halt alles klassische, klassische. Ne? Alles Ja. Klassische macht man, also man lernt, dass man Liederabende geben kann, dass man Opern singen kann und dass man auch Kirchenmusik, also Oratorien und sowas, trällern kann. Ja. Schön. Absolut random, aber also ich habe dann halt so Krönungsmesse und sowas gesungen und Dings da Mozart halt, ne? Ja. Und ein bisschen was im Kasseler Staatstheater, ein bisschen Zauberflöte. Ich war aber nicht die Königin der Nacht, auch wenn ich die Arie konnte. Ja, die habe ich einfach mal so geübt, aber bin kein Koloratursopran gewesen. Ich war da eigentlich als Altistin Ah ja. wurde ich dort geführt, obwohl ich eigentlich, naja, man konnte sich immer nicht einigen, welches Fach ich eigentlich bin. Und ich konnte mich mit mir selber auch nicht einigen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, die Männerarien zu singen. Ah ja. Ja, gut, weil ich dann einfach immer Blödsinn mache. Ich hab das Klassenclown-Syndrom. Kennst du das? Das Klassenclown-Syndrom, ja, das ist halt der typische Klassenclown. Einer, der immer bisschen aus dem Rahmen fällt, ein bisschen Quatsch macht und so. Das ist, kannst du dir bei mir wahrscheinlich vorstellen, dass ich das habe. Und man braucht aber auch so ein bisschen, naja, um aufzutreten. Und weißt du, wenn andere Leute Riesenangst haben, stell dir jetzt vor, du sollst dich auf die Bühne stellen, sollst ein Lied singen. Ist für dich wahrscheinlich der Mega-Albtraum. Ist es für jeden, also vor 1000 Leuten, sagen wir jetzt mal, ne? Sollst du jetzt ein Lied singen? Und die hören dir alle zu. Ist für jeden normalen Menschen ein Albtraum. Für mich war es der absolute Kick. Für mich war es das Geilste. Wenn du so drauf bist, wenn du so drauf bist, dann hast du irgendein besonderes Gen. Und ja, unter anderem vielleicht auch das Klassenclown-Gen. Du stehst gerne im Mittelpunkt und zeigst gerne, dass du irgendwas zu sagen hast. Ja, und machst unheimlich gern Quatsch. Ich bringe gern Leute zum Lachen. Ah ja. Ich wollte ich möchte hätte gern so ein Comedy Satire Kram Channel. Stand-up, Comedian, Ah sowas wäre ja. ich auch gern. Ja, Flirt-Café schreiben wir hier. Nein, es ist jetzt, ja, ich rufe eigentlich wegen Frauke Liebs an, ist klar, ne? Ja, Aber klar, erzähl. ich flirte auch gern mit dir. Okay. Ich Schieß flirte los. auch tatsächlich gerne Schieß mit dir. los, Also, Frau Geliebs. ich schieße jetzt aber sowas von. Ja, es gab ja jetzt News im Fall Frauke Liebs, nichts besonders Großes, aber dass man zwei Verdächtige, die man einige Zeit jetzt
genauer untersucht hatte, vom Haken gelassen hat. Ja. Also die Polizei ist jetzt überzeugt, nach Auswertung von DNA-Spuren und von alten Handys, dass da zwei Männer keinen Kontakt wohl hatten mit Frauke Liebs, die aber jetzt verdächtigt und durchsucht worden waren. Ja. Und wurde jetzt bekannt gegeben, vor ein paar Tagen erst, dass die also raus sind aus der verdächtigen Liste. Um wen handelt es sich da? Namen sind natürlich nicht bekannt, aber ein Verdächtiger aus Lichtenau und aus Paderborn. Die Wohnungen der beiden wurden durchsucht und dann DNA-Spuren ausgewertet und auch Handys von denen. Und das hat keinen Hinweis erbracht, dass die Männer tatsächlich Kontakt zu Frauke Liebs hatten. Die Mordkommission will jetzt in andere Richtungen weiter ermitteln. Ja, entwickeln ja. Wollen sie sich vielleicht auch, aber die wollen jetzt weiter in andere Richtungen ermitteln. Die Richtung verraten sie uns natürlich nicht. Ja, das ist klar, ne? Das ist klar. Okay, ja, aber ist ja interessant, ja. Das war jetzt eigentlich das, was ich sagen wollte. Ist so denn da nochmal irgendwie nach dem Höxter-Ehepaar irgendwie ermittelt worden oder ist das ganz fallen gelassen worden? Das ist fallen gelassen worden. Die werden wohl ausgeschlossen. Das ist ja interessant. Die Höxter-Leute, weil die wohl zu der Zeit auch keinen Kontakt mit Frauke hatten. Okay, also ich habe hier eine E-Mail bekommen von einem Martin, ja, der sich sehr intensiv damit befasst hat, was denn das Höxter-Ehepaar damit zu tun haben könnte. Und das will ich gleich mal vorlesen nach dem Telefonat. Diese E-Mail, die ist relativ lang, sehr interessant aus meiner Sicht und ergibt ja schon sehr große Zusammenhänge. Ne? Ich kann mir das auch vorstellen, ich verstehe nicht ganz, warum man die jetzt vom Haken gelassen hat. Dann meldet sich auch noch diese sehr gruselige Frau. Ich finde sie einfach gruselig, diese Dame da mit dem unmöglichen Haarschnitt. Ja. Also, wie heißt sie nochmal? Angelika W. Angelika W, genau. Und der andere heißt Wilfried W, genau. Mhm. Ja. Also er sieht ja aus, als wäre er, wie man bei uns im Norden sagt, ein Happenhö. Also, kennst du das? Verstehst du, was du meinst? Er sieht aus, als wäre ein Happen, also nicht so ganz zurechnungsfähig. Aber sie soll ja extremst intelligent sein, zumindest im Intelligenztest, super Werte gehabt haben. Ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber muss wohl so sein. Ja. Man sieht es den Leuten offenbar noch nicht mal an, ob sie intelligent sind oder nicht. Eigentlich schade. Man sieht ihnen nicht an, ob sie wen ermordet haben, aber man sieht ihnen auch nicht an, ob sie was in der Birne haben. Das finde ich auch sehr gruselig. Ja, ja. Die Mutter von Frauke war noch mal quasi irgendwie wie so zum Abschied in so einem Podcast, weil sie sich ja jetzt zurückzieht. Da muss ich aber mal gucken, ob ich diesen Podcast finde. Da hat sie sich noch mal kurz geäußert, um auch zu erklären, warum sie jetzt aufhört damit. Und das fand ich auch interessant. Ich finde jetzt nur leider den Podcast nicht auf die Schnelle. Das fiel mir eben noch ein. Das war aber irgendwie so einer von einem Radiosender, glaube ich. Zensor schreibt hier zum Beispiel, naja, für solche Taten muss man intelligent sein, so blöd es klingt. Da bin ich anderer Meinung. Da bin ich ganz anderer Meinung. Nehmen wir jetzt mal andere Straftaten. Nehmen wir jetzt mal Betrug zum Beispiel, ja? Ich habe einen Bekannten, der ist wirklich, der hört nicht zu, zum Glück, der wird das auch nicht hören, aber der ist mal strohdumm, ja? Alles, was Betrug betrifft, ja, da ist er richtig schlau. Der weiß genau. Bauernschlau vielleicht. Bauernschlau, ne? Der weiß, wie man vorgehen muss, wie man das alles im Einzelnen machen muss, um an Kohle zu kommen. Ne?
Aber ansonsten ist er dumm, strohdumm, ja. So muss man das wirklich sagen. Also hat das solche Sachen, auch was jetzt Morde betreffen oder so, denke ich mir mal. Oder auch Massenmörder, ne? Die müssen nicht intelligent sein. Ja, das ist einfach. Nee, zum Beispiel der Garavito, der gestorben ist jetzt neulich erst. Luis Garavito hieß der, glaube ich. Der hat in Südamerika ist der irgendwo verortet und der hat da 300 Jungs umgebracht, Minimum. Ja, ja. Und hat die verscharrt und wurde ja viele Jahre nicht erwischt, sonst hätte er nicht 300 umbringen können. Ja. Und Max Benecke hat interessant mit dem gesprochen und hat das auch in seinem Buch Aus der Dunkelkammer des Bösen ja. dann verarbeitet. Wer das lesen möchte, das Buch kann ich empfehlen. Also wenn ich solche Bücher lese, ich lese nicht so viele True Crime Bücher, wirklich, aber das war gut. Ja. Das ist ein extremer Fall. Also ja. Stell dir mal vor, 300 Jungs zu ermorden. Ne? Kannst du dir vorstellen, was er vorher mit denen gemacht hat? Ja, ja. Damit durchzukommen so lange, aber das schaffst du natürlich auch in einem Land, was irgendwie keine vernünftige Polizei und so hat. Ja. Und wo viele Kinder auf der Straße leben und dergleichen. Da gibt es sowas auch. Das ist leider eine sehr, sehr traurige Geschichte. Aber da, genau dazu wollte ich sagen, da hat Marc Benecke auch gesagt in einem Podcast, den ich neulich gehört habe, dass er den Garavito testen wollte, mit einem Intelligenztest, also so einem normierten Test, und er war nicht in der Lage, irgendwie abstrakt zu denken. Aber hat es trotzdem geschafft, diese 300 Morde zu begehen. Und erstmal durchgekommen, viele Jahre. Aber ist er nicht in der Lage, abstrakt zu denken, meinetwegen, was, wenn er ihm die Frage stellt, was ist das Wesen eines Buches? Was macht ein Buch aus? Dann guckt er ihn an und sagt, hä? Und er kann dann nicht sagen, ja, ein Buch besteht aus Seiten und da sind Buchstaben drin, da ist vielleicht eine Geschichte drin erzählt. Das kann er nicht. Der kann nicht abstrahieren. Ah, ja. Er konnte keinen normalen Intelligenztest mit dem machen. Und trotzdem musste er irgendwie in der Lage gewesen sein, diese Morde zu begehen, diese total irren. Also ich kenne zum Beispiel auch jemanden, der zwar lesen kann, ja, aber der muss sich beim Lesen so anstrengen und so konzentrieren auf das Lesen, dass er gar nicht weiß, was er liest. Ja, das ist vielleicht hat er eine leichte Form von Legasthenie. Das gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Das hat auch nichts mit Intelligenz zu tun. Ja. Ich bin ein Mensch, ich lese extrem langsam. Das war in der Schule immer richtig scheiße. Die saßen da immer alle und dann fragt Lehrer so irgendwann, na, hab das jetzt durch? Und ich dann immer so, scheiße, ich bin erst, hab ich ja erst 2/3. Ja? Aber wenn ich dann was gelesen habe, dann weiß ich genau, was drin stand. Ja. Ich lese halt einfach langsamer als andere Menschen. Ja, das nervt aber ziemlich. Okay. Und es gibt Leute, die lesen wahnsinnig schnell. Ja. Ja, und bei mir am Gymnasium damals, die haben alles viel schneller gelesen als ich. Okay. Also trotzdem, ich meine, das ist auch keine Aussage jetzt darüber, wie schlau jemand ist. Also Legasthenie kann man, sagt gar nichts. Oder Dyskalkulie, wenn einer nicht rechnen kann, sagt auch nichts über die Intelligenz aus. Ja. Und erst recht nicht über den Charakter, ne? Das muss man auch noch erwähnen. Das schon mal erst recht nicht. Genau. Nee. Es gibt so viele sehr, sehr gute Menschen, die überhaupt nicht klug sind, aber die Herzenswärme haben, die Herzensbildung haben. Ja. Also, und das ist was, damit kann man letztendlich, wie soll ich sagen, wie sagt man dazu, soziale Intelligenz, ne? Das auch, soziale Intelligenz haben oder einfach ein gutes Herz haben. Einfach treu und lieb und loyal und zugewandt und mitfühlend sind. Wieso? Das sind mir die Liebsten. Oh Gott, warum komme ich jetzt gerade, indem du jetzt
Das sagst du auf Amira Pocher. Fiel mir gerade ein. Aber Amira Pocher soll heute Abend nicht das Thema hier sein. Loyal, meinte ich, weißt du? Loyal, ja, okay. Ja. Loyalität finde ich extrem wichtig. Ja. Also Amira Pocher sagt dir aber was, ne? Klar, sagt mir was. Ich höre den Podcast zwar nicht, aber ich weiß, wer das ist. Und die sich ja getrennt, ne? Die sich ja getrennt und jetzt herausgekommen ist, dass es seit Februar schon einen anderen Typen hat. Okay, ja. Das ist dann jetzt nicht das, was du unter Loyalität verstehst. Genau, ja. Ja, Loyalität ist auch in der Beziehung. Und Oliver Pocher natürlich entsprechend jetzt darauf reagiert hat und jetzt den Podcast abgesagt hat, alles ja, weil sie. Ach echt, das habe ich nicht mitgekriegt. Weil er kein Vertrauen mehr zu ihr hat. Ja, gut, das verstehe ich. Hm. Nee, das verstehe ich echt. Also Fremdgehen ist auch nicht mein Ding und offene Beziehung ist auch nicht mein Ding. Hm. Ist nicht so, dass ich nichts ausprobiert hätte oder nie einen Fehler gemacht hätte, aber ich weiß ganz genau, Fremdgehen, nee, kann ich nicht. Hm. Ich war ganz jung, als mir das einmal passiert ist. Ich hatte so ein scheiß schlechtes Gewissen. Ich konnte meinem Freund nicht mehr in die Augen gucken. Ich hab's ihm dann gebeichtet. Ja. Und hab mir geschworen, machst du nie wieder in deinem Leben. Also, ich kann damit nicht umgehen. Also lieber bekannt gehen. Ja, nee, lieber eine Beziehung dann beenden, ja, und dann mit dem anders was anfangen. Ja, weißt ja. du, wenn man schon fremdgehen will, also entweder öffnet man die Beziehung, entweder öffnet man die Beziehung, wenn beide damit einverstanden sind. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, eine offene Beziehung zu haben, aber jeder wie er mag. Also bei manchen funktioniert es ja ganz toll. Aber ich möchte es halt mit gegenseitiger Treue haben. Und da habe ich auch den Anspruch an mich, dass ich da absolut treu bin. Ist aber auch so, wenn ich verliebt bin, wirklich verliebt bin, dann sehe ich gar keinen anderen Mann. Ja. Irgendwie. Ja. Da können die Chippendales an mir vorbeitanzen, die sehe ich gar nicht. Ja. Ne? Das ist wirklich so, egal, ja. Das ist wirklich so, ja. Ja, das. Nee, wenn man wirklich jemanden so komplett liebt, dann nimmt man allenfalls zur Kenntnis, dass da mal ein attraktiver Mensch vielleicht irgendwo ist, aber so richtig habe ich irgendwie gar nicht die Männer wahrgenommen, wenn ich richtig verliebt war. Ja. Aber ich bin schon lange entliebt. Oh. Ja, ich habe schon sehr lange jetzt Nase voll. Ja. Ja. Ich sage immer, ich habe bei meiner Männerwahl ein goldenes Händchen für den Griff ins Klo. Ja. Naja, das will ich jetzt nicht sagen, was jetzt meine Ex-Frauen betrifft. Ich war eigentlich einen großen Teil eigentlich relativ glücklich, ne? Aber ja, wo es dann zu Ende ging, da ist man natürlich auch enttäuscht worden. Aber naja, das gehört aber zum Leben dazu, auch wenn ich jeweils ein Jahr mindestens brauchte, um darüber wegzukommen. Ja, aber ich habe mir halt, seitdem habe ich mir halt geschworen, nee, das passiert mir nicht nochmal. Und deswegen mache ich dann immer so, ne, wirklich so Slalomläufe, was die Frauen betrifft, dass ich da, keine Ahnung. Deswegen bin ich jetzt schon seit, oh Gott, 16 Jahre Single. 16, 17 Jahre. 17 Jahre Single. Kannst du dir das vorstellen? Wahnsinn, ne? Ja, ich jetzt seit drei Jahren ungefähr. Ja. Hm. Ich finde den Zustand nicht anstrebenswert. Ich finde, man sollte es immer wieder probieren, aber man muss schon vorsichtig sein. Also ich würde es immer jetzt sehr langsam angehen lassen. Und wenn man Red Flags sieht, also wirklich Warnzeichen sieht, was nicht passt, dann lieber lassen. Ja. Ich will mal kurz hier auf den Chat eingehen. ACCCAA schreibt, ich habe meine erste direkt geheiratet und gehe nur arbeiten, damit ich aus dem Haus bin lieber wie Bernie escortmäßig unterwegs sein, das macht er gut. Also wie du darauf kommst. Du hattest sogar keine Escort. Natürlich oder? Nicht. Wie du darauf kommst, dass ich hier escortmäßig unterwegs bin, auf sowas stehe ich überhaupt nicht. 2015 war ich mal auf einer bestimmten Webseite angemeldet. Ja, da ging es um Sugar Daddy, hatte ich hier ja mal ausgiebig erzählt. Ja, das war eine ganz andere Nummer. Genau, habe ich auch ein oder anderthalb Jahre sehr genossen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war wirklich, auch wenn es Geld gekostet hat, ist natürlich so,
Aber es ging hier nicht rein um Sex, sondern es ging um Gesellschaften. Das war richtig toll und das will ich nicht vermissen, ja. Aber auch da bin ich Ja. dann irgendwann weggekommen, 2016. Und ja, aber wie gesagt, Escort oder Puff kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Da das würde mir gar nichts bringen, ja. Ja, obwohl Und da nichts Schlimmes bei ist. Ich obwohl da gar meine, nichts Schlimmes selbst bei ist, richtig, ne? es ist einfach nicht dein Ding, sagen wir es, es ist nicht dein, Das ist ist nicht nicht mein dein Ding. Ding, finde Nee. ich. Eine Das Frau, ist auch absolut okay. eine Frau, die ich überhaupt nicht kenne, die zu sehen, dann Hose runter, auch drauf und nach einer halben Stunde wieder Tschüss sagen, also das ist wirklich nicht mein Ding. Ja. Nee. Ja. Das ist Nee. einfach Geschmackssache und Typsache und Ja. hier, die wollen alle zurück zum Thema. Wir beide machen jetzt hier einen ganz anderen Talk. Wir machen hier Sex-Talk, ja. Okay. Den können wir gerne mal privat machen, Ja, Termin. genau. Wir können das halt gerne mal ins Private verlegen. Dann sage ich aber trotzdem jetzt erstmal hier an der Stelle vielen Dank für den Anruf. Wir müssen hier Ja. weitermachen. Hat mich Bei mir musst du auch gefreut. nicht Slalom laufen, ich bin ja weit genug weg. Also, brauchst du keine Angst haben. Genau. Ich bin Gut. 260 Kilometer weit weg, Ja. brauchst du keine Angst vor mir haben. Naja, Ich bin vollkommen harmlos. ich komme ja aus der Ecke. Also Kommst du nein, aus Hessen, ne? aus Hessen? Aus Marburg an der Lahn. Okay, das ist nicht so extrem weit, Genau. ja. Ja, Ja, 150, ja, du etwa. Berlinerst doch nicht. Nee, obwohl ich schon über 20 Jahre in Berlin bin, aber ja. Also Gut. ich würde sofort Berlinern, wa? Ich bin dialektmäßig, ich würde mich, glaube ich, ziemlich rein, in Dialekt finde ich ganz schnell rein. Ich liebe Dialekte. Ja. Bernie, ruf sie mal privat an, schreiben die. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Wir können prima plaudern, Bernie. Das Okay, bleibt jetzt aber aber jetzt so. mache ich den Kanal. Bitte? Genau, bleibt aber alles trotzdem erst so, jetzt erstmal so unter uns, ja? Wir wollen ja jetzt hier nicht irgendwas öffentlich machen oder wie auch immer, ne? Gar nichts. Ich Vor bin allen absolut Dingen. diskreter. Vor allen Dingen, Ja. wo ich immer ein bisschen Angst habe, mir wurde damals hier auf über Instagram, ne, wo man da sehr viele Leute waren, jedes Mal auch, irgendwann mal von diesen vier blöden Damen vorgeworfen, ich würde das hier nur machen, um Frauen kennenlernen zu wollen. Ja, also das ist. Nee, ist doch Quatsch. Ich habe hier, Nee. ich meine, es sollte sich mal hier jemand melden. Ich habe ja sehr viele Anrufe und so weiter. Ich habe mich hier noch nie bei einer Frau privat gemeldet, ja. Das würde ich auch nie machen, weil das ist einfach nicht mein Ding, ja. Und das gehört sich auch nicht, ja. Und deswegen kommt das für mich. Es sei denn, sie fordert Ja, sich dazu auf. genau. Fordere dich explizit auf, das zu tun. Okay. Gut, Ja, aber aber trotzdem muss ich dich jetzt aus der Leitung ja, ich feuern, will wollte ich jetzt auch schon freiwillig aus sagen. der Leitung. Guck mal, die schreiben hier, Bernie, wir wollen dich alle, schreibt Joshi Lulu. Ja. Also sie wollen dich alle. Alle wollen dich. Jeder kennt dich, jeder will dich, ob aus Liebe oder Zorn. Genau. Okay, also bis dann, Gut. Niemandsgeli. Vielen Dank für deinen Anruf, ja? Bis demnächst mal. Ja, Tschüss, tschüss. ciao, ciao. Ach Mann, hier ja. Wird ja schon hier richtig rot. Ach Mann, Leute. So, ich rufe jetzt mal jemanden zurück. Dazu muss ich aber hier. Moment. Ach nee, die hat ja gerade angerufen. Alles klar. Okay. So, jetzt wollen wir aber mal in dem Fall Frau Geliebs weitermachen. Und zwar hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich eine E-Mail bekommen habe von Martin. Und die möchte ich jetzt gerne mal vorlesen. Also, Martin schreibt: Was für eine mögliche Täterschaft von Wilfried W. im Fall Frau Geliebs spricht, es sei es mit Angelika oder oder einer anderen Komplizin, oder auch als Einzeltäter sind folgende Aspekte. Festgehalten von Opfern zum Quälen. Nee,
folgende Aspekte. Also, W hat immer gemacht, Festhalten von Opfern zum Quälen. Billigendes Inkaufnehmen des Todes der Opfer durch ausufernden Gewaltanwendungen. Verwenden von Medikamenten, um die Opfer willenlos, gefügig, apathisch zu machen. Eines dieser Mittel hat die Nebenwirkung verwaschene Stimme. Das berichtete eine Frau aus Detmold, die er 2008 gequält haben soll und der er drohte, sie umzubringen. Weiterer Punkt, generelle Nachtaktivität von VW Passat zu Anrufzeiten bei Frau Hocke. Nächtliches Fahren im Auto mit den Opfern durch die Gegend ist bei Wilfried W. belegt und kann bei Frau Hocke als gegeben angenommen werden. Wilfried W. scheint generell viel mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein und lange Strecken absolviert zu haben. Es gibt viele Berichte von längeren Fahrten nach Fulda, Uslar, Braunschweig, Herford und so weiter. Auch bei Frauke anzunehmen. Die Örtlichkeiten der Anrufe kann man zu einem Bewegungsprofil vervollständigen, wo ein Ort im Norden von Paderborn eine Rolle spielte. Zum Beispiel Bad Salzuflen, wo Angelikas Eltern wohnen, oder auch Detmold, wo Wilfried W. selbst Wohnungen angemietet haben soll. Gerücht vom Schrauber in Nieheim passen zu Gerüchten, dass Wilfried W. so eine Scheune angemietet haben soll. Wilfried W. kam nach Ostwestfalen-Lippe, weil seine Mutter von Bochum zu einem Bauer in Bad Lippspringe zog. Er hat zu allen Örtlichkeiten im Frau Geliebs einen engeren Bezug. Durch Tätigkeit des Auto- und Motorradverkaufens sehr gute Kenntnisse des ganzen ländlichen Gebiets in den Landkreisen Paderborn und Höxter, zum Beispiel auch der einsamen Landstraße L817. Kenntnis von Land- und forstschaftlichen Details durch Tätigkeit als Bauer und Hundeführer, dadurch Auge dafür, wo man eine Leiche in Straßennähe so entsorgen kann, dass sie mutmaßlich dennoch spät aufgefunden wird. Ablageort Frauges wurde ja als Dickicht beschrieben. Es führte kein Wanderweg da vorbei. Ein weiterer Punkt, Einbuchung des Handys am Leichenfundort im Jahr 2006. Wann genau, unbekannt. Durch Polizei bestätigt. So. Aussage des Anwalts Wimmer von Angelika W. Wilfried W. sei die ganze Zeit in der Nähe von Frau Geliebs gewesen. Anhand von Handydaten, aber unbestätigt von Polizei. Hat Bullis und Transporter benutzt und verkauft, die ja als möglicher Tat- und Festhaltefahrzeuge seitens der Polizei angenommen werden, unter anderem. Wilfried W. zeigte einem Opfer Fotos seiner Hütte im Wald. Wilfried W. zeigte einem Opfer Fotos seines umgebauten Rettungswagens. Wenngleich die meisten anderen Opfer ein anderes Persönlichkeitsprofil hätten, älter, einsamer und so weiter, gibt es eine Zeugenaussage, wonach er irgendwann zwischen 2005 und 2006 mit einem jungen Mädchen bei einem Schlängerimbiss vorbeigekommen sein soll. Auch wenn das nicht Frau gewesen sein muss, zeigt es, dass er auch Kontakt zu jungen Frauen hatte. Auch bei seinem Brakela-Kiosk gibt es eine jüngere Zeugin, die von ihm angesprochen wurde. Weiterer Punkt, wird von seinen Opfern als anfänglich umgänglich, nett, freundlich beschrieben, kann sich also zur Kontaktanbahnung verstellen. Hatte es verstanden, über mehr als ein Jahrzehnt unentdeckt zu bleiben. Ungewöhnliches Kontaktaufnahmeverhalten zu Polizei zeigt sich mit Opfern in der Öffentlichkeit. Ansatzweise vergleichbar mit ungewöhnlichen Kontaktaufnahmen bei Frauke. Versenden von SMS zur Beruhigung im Fall Annika W.
Opfer hatten eigentlich Freiräume. Susanne F. konnte sogar anfangs nach Hause zurück. Manche Kontakte wurden auch nicht gequält. Das heißt, Taten waren nicht durchgeplant und Ausgang hing eventuell von Zufällen oder Launen ab. Könnte bei Frauke anfangs ähnlich gewesen sein. Falls es den Zusammenhang gibt, dürfte er dennoch schwer nachzuweisen sein. Die Autos, die eine Rolle gespielt haben könnten, gibt es vermutlich nicht mehr. Die Wohnung wird seit 10 Jahren von anderen Mietern bewohnt. Falls es irgendein Versteck in einer Hütte oder Scheune gab, müsste man die erst finden und da ist es auch nicht sicher, dass es noch Spuren gibt. Und selbst wenn, wären das vermutlich nur schwache Indizien und kein überführender Beweis. Ja, soweit diese E-Mail von Martin 1982, die ich sehr bemerkenswert finde, gute Argumente beinhaltet. Und wenn man das jetzt berücksichtigt und das als wahr unterstellt, kann ich mir eigentlich nicht, ja, kann ich mir, es ist für mich nicht begreiflich, dass die Polizei dieses Pärchen oder zumindest Wilfried W. total als Täter ausschließt. Warum wird er als Täter seitens der Polizei ausgeschlossen? Das macht mich ein bisschen nachdenklich, muss ich ehrlich sagen. Die Frage ist, was hat er eigentlich zu verlieren, Wilfried W.? Weiß das einer, zu wie vielen Jahren Knast der verurteilt wurde? Ich guck mal, Wilfried W. Google weiß ja bekanntlich alles. Wilfried W. Höxter. So. Ah ja, da soll jetzt wohl geprüft werden, ob Wilfried W. Sicherung nachträgliche Sicherungsverwahrung bekommen soll. Ich gucke mal schnell. Über Jahren Frauen gequält. Zwei von ihnen starben. Am Mittwoch erneuter Prozess. Ich lese mal kurz vor. Das Landgericht Paderborn verhandelt die Frage, ob der heute 53-jährige Wilfried W. nach Verbüßung seiner Strafe auf freien Fuß kommt. Wenn der heute 53 war, dann war er 2006, vor 17 Jahren, 36. Ob er auf freien Fuß kommt oder in Sicherungsverwahrung. Er war im Jahr 2018 zwar zu 11 Jahren Haft verurteilt worden. 11 Jahre nur? Was? Er war im Jahre 2018 zu 11 Jahren Haft verurteilt worden. Das ist ja nix. Galt jedoch als vermindert schuldfähig. Später korrigierten Gutachter diese Einschätzung. Ein Anwalt von W. unterstrich am Mittwoch am Rande des Prozesses das ursprüngliche psychiatrische Gutachten im Strafprozess nach wie vor für zutreffend zu halten. Opfer kamen aus dem Landkreis Northeim. Das Pärchen hatte Frauen mit Kontaktanzeichen nach Höxter in Nordrhein-Westfalen gelockt und körperlich und seelisch schwer misshandelt. Zwei Frauen aus Niedersachsen starben an ihren schweren Verletzungen. Annika W. aus Uslar und Susanne F. aus Bad Gandersheim, beides Landkreis Northeim. Die 33-jährige Annika W. hatte im Jahre 2013 auf eine von Wilfried W.'s Zeitungsannoncen geantwortet und war auf dem Hof in Bosseborn bei Höxter gezogen. Im Sommer heiratete sie Wilfried W. Er und Angelika W. waren da bereits geschieden, lebten aber weiterhin zusammen. Angelika W. sagte später im Prozess aus, dass sie und ihr Ex-Mann die Frau gemeinsam gequält und misshandelt hätten. Leiche von Annika W. zerstückelt und verbrannt. Oh mein Gott. Dafür hat er nur 11 Jahre bekommen. Wahnsinn. Unglaublich. Aber ich frage mich immer noch, wie kann denn die Polizei, ja klar, die wesentlich mehr Erkenntnisse hat als wir,
sehr logisch. Aber trotzdem würde mich interessieren, wie die kategorisch den Wilfried W. als Täter ausschließen können. Zumal der ja offenbar auch 2006, ne, zu den Zeiten, wo Frauge verschwunden ist, offenbar schon in dieser Art aktiv war. Und wenn man jetzt, und so groß war ja der Unterschied dann damals nicht, er war ja 2006 offenbar so um die 36 Jahre alt. Und man weiß ja nicht, ob Frauge eventuell auch hier auf so eine Annonce mal reagiert hat, geantwortet hat, das weiß man ja nicht, ne? Aber wie gesagt, also für mich kommt das durchaus in Betracht, dass der Wilfried W. da auch als Täter in Frage kommt. Was ist denn hier mit deinem Chat los? Ich sehe hier nur, Fips schreibt, Bernie ist alt genug zu wissen, wie er sich verhalten möchte. Wieso? Was ist denn jetzt passiert? Daria schreibt, Bernie sei vorsichtig, möchte nicht, dass du wieder verletzt wirst. Wen erwähnt Frau Liebsten? Die Frau ist mir nicht so vertrauenswürdig, okay. Okay. Also nochmals ganz kurz erwähnt, ich bin hier nicht live, um irgendwelche Frauenbekanntschaften zu machen und nur mal das als klaren Hinweis. Ja. Ich werde auch niemanden privat anrufen und wie auch immer. Ja. Also. So, wollen wir aber weiter, was Frau Geliebs, wie seht ihr denn das? Kommen denn für euch diese Höxter Leute, Höxter Ehepaar in Frage für für so eine Tat? Also wenn ich das jetzt als Tatsachen hinnehme, was Martin hier geschrieben hat, dann gibt es ja unheimlich viel Indizien, die darauf hinweisen, dass durchaus deine Täterschaft in Frage kommt. Für mich stellt sich die Frage, hat denn die Polizei explizit in Vernehmungen Wilfried W. danach befragt? Was hat darauf geantwortet? Oder ist es so, dass für die Polizei das überhaupt nicht von vornherein nicht in Frage kam und deswegen Wilfried W. danach noch nicht mal befragt wurde oder konfrontiert wurde mit diesen Tatsachen? Das würde mich mal interessieren. Ja, das ist hier geteilte Meinung, ne? Manche halten es für möglich, andere sagen, nee, die haben mit Sicherheit nichts damit zu tun. Ja, das ist auch so eine Sache, ne? Mir wird ja auch nochmal erwähnt im Chat, dass die Frau Liebs einen Brief wohl von Angelika W. erhalten hat, mit der Bitte, sie doch mal aufzusuchen im Gefängnis, weil sie sich da
weil sie ihr vielleicht in dem Fall Frau Geliebs helfen konnte. Dann hat sie sich vorher wohl mit der Polizei kurz geschlossen und die Polizei hat ihr davon abgeraten, das zu tun, weil sie der Meinung war, dass die Angelika W. sich nur wichtig machen wollte, was aus meiner Sicht Blödsinn ist. Ja, muss man ehrlich sagen, warum wollte sich denn die damit wichtig machen? Weil es wäre ja sonst niemand dabei gewesen bei so einem Gespräch. Und man muss doch jede kleinste Möglichkeit ausschöpfen. Jeden kleinsten möglichen Hinweis ausschöpfen. Und da wäre doch eventuell, und wenn wir schon sagen, ja, also dieses, zumindest Wilfried W. würde da wohl in Frage kommen für so eine Täterschaft. Und die war ja nun mal mit ihm zusammen. Auch vielleicht noch nicht mal zu diesem Zeitpunkt, ich weiß es nicht, ob sie überhaupt was damit zu tun hat, aber vielleicht könnte sie irgendwas sagen, dass sie sagt hier, also ich habe das und das gehört oder gesehen, wie auch immer, dass Wilfried W. das und das gemacht haben könnte. Und dass dann nochmal ganz neue Sachen aufgeploppt wären, ja. Und man Wilfried W. nochmal intensiver dazu vernommen hätte. Dass er freiwillig nicht so einen Mord, oder man weiß es ja nicht, ob es ein Mord war, ob vielleicht war es auch nicht ein Unfall, aber halt ein Festhalten mit Todesfolge oder wie nennt man das juristisch? Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht war es ja nicht mehr geplant, sie zu ermorden, sondern nur zu quälen und wie er das mit den anderen Opfern auch gemacht hat. Aber dann Frauke dann zu Tode gekommen ist, wie auch die anderen Opfer. Es gibt einfach zu viel Ähnlichkeiten, würde ich aus meiner Sicht sagen, ja. Und deswegen ist es für mich nicht einfach nicht so begreiflich, dass er, warum man nicht für diese Tat in Betracht kommt. Was wäre denn? Er ist ja verurteilt worden, aber leider nur damals zu 11 Jahren Knast. Was wäre denn, wenn er das jetzt aber zugeben würde, diese Tat, oder er überführt werden könnte zu dieser Tat, dann kämen ja nochmal Minimum 10 oder mehr Jahre dabei und er hätte überhaupt keine Chance auf eine vorzeitige Entlassung. Wobei ich sowieso zweifelte, ob er überhaupt noch eine Möglichkeit hat, vorzeitig entlassen zu werden, weil der mit Sicherheit aus meiner Sicht nachträgliche Sicherungsverwahrung bekommen wird. Aber zum jetzigen Zeitpunkt hat er berechtigte Hoffnung, irgendwann in den nächsten Jahren wieder freizukommen. Und deswegen wird er einen Teufel tun, einen Deibel tun, wie man sagt, hier das freiwillig zuzugeben, die Frau Geliebs auch auf dem Gewissen zu haben. Ja. Ach ja, hier siehst du mal, hier siehst du Laila. Die Weiße ist Laila. Ja. Ihr sucht mal wieder irgendwelche Fliegen oder sonst was, Mücken, die da rumfliegen, sind wir auf der Jagd. Ja, wie gesagt, dieses Pärchen aus Höxter, und wenn es auch nur ein Einzeltäter war, das ist für mich absolut nicht ausgeschlossen. So, jetzt hat hier jemand versucht, wieder anzurufen. Den rufe ich jetzt mal zurück. Ich muss das Mikro kurz ausmachen, wegen diesem Klingelton. Hallo?
Nabend, du hast gerade angerufen. Ja, Nabend, wir hatten vor 2 Wochen schon mal telefoniert. Ja. Da hatte ich den, also das Hexer-Paar halt ins Gespräch gebracht jetzt, Ja. bezüglich Frauke Liebs und so. Also das Ding ist, dass ich halt davon ausgehe, dass die Polizei halt den Hexer-Fall zu den Akten legen wollte und abgeschlossen haben wollte, deswegen, Ja. dass sie nicht großartig weiter ermittelt haben. Ja. Also in Richtung Frauke Liebs. Ja. Also du gehst auch davon aus, dass die durchaus damit zu tun haben können oder zumindest eine Einzelperson von denen, ne? Ja klar, ja, deswegen, wie gesagt, hatte ich ja vor 2 Wochen schon mal angerufen, so, Ja. weil ich das halt so Bescheid fand, also so blödsinnig, dass die halt komplett ausgeschlossen wurden halt. Ja. Und das Ding ist auch, die haben halt 10 Jahre lang, also 2006 ist das ja gewesen mit Frauke Liebs, und 2016 wurde das ja mit den Hexer-Paar da aufgeklärt. Die Ja. Polizei hatte ja bis dato quasi 10 Jahre lang halt einen möglichen Verdächtigen oder Täter gesucht, weißt du, und dann finden die halt jemanden 10 Jahre später. Ja. Wo halt so viel zusammenpasst, weißt du, und dann schließen sie den halt als Täter aus. Ja, Das irre, ist so ne? bescheuert. Ja, ist Ja. wirklich bescheuert. Ja. Unglaublich eigentlich. Und dann ist das ja, dann wird das ja so gewesen sein, dass wo das mit den Hexer halt aufgeflogen ist oder so, dass sie da ja dann auch alle Ressourcen und sowas halt reingesteckt haben, die Polizei und so, weißt du. Ja, Also ja, dann ja. werden die alles in Bewegung gesetzt haben, so einen Gang gesetzt, so, wie gesagt, alle Ressourcen, um das, den Fall zu bearbeiten und so. Ja, und dann haben die wahrscheinlich halt dann natürlich genug Beweise gefunden. Also jetzt zum Hexer-Fall, weil sie auch da Opfer und sowas, Ja. also die Opfer herausgefunden haben oder sonst was so. Ja, und dann haben die sich wahrscheinlich gedacht, ja, das reicht halt, um die zu verurteilen, weißt du, dann haben die Ja. das halt entsprechend zur Anklage gebracht, die wurden verurteilt und dann war es für die Polizei wahrscheinlich gut gewesen, wie gesagt, weil dadurch der Hexer-Fall halt abgeschlossen war. Ja. Weil die Polizei möchte ja auch nicht ewig lange, keine Ahnung, sich an bestimmten Fällen halt aufhalten, so weißt du. Also die sind ja froh, wenn sie das schnell zur Akte legen können und keine Ahnung, was so. Ja, aber wenn es um Mord geht, meinst du, das sind so froh, das alles zur Seite zu legen, auch wenn ein kleinsten Hinweis vielleicht darauf hindeuten würde, dass er doch was damit zu tun haben könnte? Ja, wie gesagt, es gibt ja viele Sachen, also genannte Gründe, die halt dafür sprechen und sonst was, wofür Ja, sie halt ja. keine Beweise finden oder keine direkte Verbindung finden oder nichts finden, was auf Frauke Liebs hindeutet oder sonst was. Weil quasi jetzt direkte Beweise oder so, dann können sie ja auch wahrscheinlich halt auch nicht viel machen und so. Ne? Ja. Weil hätten sie irgendwas gefunden, dann ist ja klar, dann hätten sie nicht gesagt, die würden nicht in Frage kommen, sondern die wären dafür halt auch mit verknackt worden. Ja. Bloß, sie können sich halt auch nichts aus dem Hut zaubern, halt, die Polizei, ne, ist ja klar. Und wie gesagt, das war ja dann schon 10 Jahre später und sonst was. Ja, aber ist es nicht bekannt, ob die Polizei oder die Staatsanwaltschaft den Wilfried W. explizit dazu vernommen hat, mal zu Frau Geliebs? Ist nicht bekannt, ne? Kann sein, dass sie irgendwas gehört hat oder gelesen hat oder sonst was. Auf, wie ja schon angesprochen, ne, der wird das ja nicht einfach zugeben, so, oder keine Ahnung Nee, hatte ich ja was. Und eben ich hatte schon ja mal, letztens, was ja, denn? hatte ich ja eben schon mal gesagt, der hat ja wahrscheinlich immer noch Stand jetzt Hoffnung, in den nächsten Jahren wieder freizukommen, ne? Ah, genau. Und dann, ah, Dann würde dann er niemals wäre sein freiwillig. Aufenthalt nochmal deutlich verlängert worden, ne, im Gefängnis. Ja, genau, und Je nachdem, ob deswegen. es dann halt auch Mord gewesen ist an Frau Kulitz und sonst was, dann wäre er halt für Mord verurteilt worden. Als jetzt für Totschlag in den anderen Fällen und sowas. Ja, genau. Ja. Also die Polizei ist ja so, wie gesagt, die machen sich das halt auch am liebsten halt alles einfach, weißt Ja, weiß ich nicht. Das will ich der Polizei jetzt nicht unterstellen unbedingt, ne? Gerade in der Mordkommission, ob die sich das wirklich so einfach machen, glaube ich Ja, das ist nicht. natürlich kein leichter Job, also das meine ich damit nicht so, weißt du, aber wie gesagt. Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Naja. Aber wäre mal interessant, ob die das vielleicht doch nochmal aufnehmen und sagen, so, komm, wir fahren nochmal zu Wilfried W. und sagen, was hast du da und da gemacht? Oder, naja, keine Ahnung, wie die da vorgehen könnten. Ja, Ne? das Ding ist ja, dann würden sie sich halt selber Fehler eingestehen, ne? Dass sie es das halt nicht damals schon gemacht haben und kann. Machen wir natürlich auch ungern.
Das stimmt. Oder dass es dann halt heißt, ja, die haben nicht genug ermittelt oder deutlich genug nachgegraben und keine Ahnung was. Ja. Aber wie gesagt, das hätten ja dann alles damals halt schon machen können, weißt du? Ja, klar. Ja. Ja. Ach so, ich hatte ja, ich glaube, im letzten Live war das, unter anderem so ein paar Polizeifotos gezeigt. Ne? Und das sind ja, ich glaube, hunderte Fotos, Polizeifotos im Netz zu finden. Wer die denn hochgeladen hat oder woher, die Polizei hat das ja sicherlich wie freiwillig herausgegeben, oder? Solche Fotos. Also, man weiß ja nicht, ob die Polizei dieselbe gemacht hat damals oder keine Ahnung, wenn da irgendwelche Fotografen und sonst was, Presseleute mit bei waren und so. Nee, das sind alles Polizeifotos, ne? Auch vom Tatort, Auffinden der Leiche und so weiter und so fort. Da ist mit Sicherheit keine Presse dabei. Das ist schon sehr eigenartig, dass solche Fotos da auftauchen. Gibt's ja auch keine Ahnung, was das hier ist. Es gibt ja sonst was, Sachen, die rauskommen, auch die, was weiß ich, was bei der Polizei gelagert wird oder keine Ahnung Ja. was. Auch an Videos in anderen Fällen, das auch irgendwie komischerweise einfach mal ans Tageslicht kommt. Also irgendeiner muss das ja polizeiintern sonst rausgegeben haben. Naja, Auch klar. vielleicht nicht von der offiziellen Seite oder so, sondern von sich aus halt. Ne? Ja, Oder weil klar. es halt besonderes Interesse gibt halt da in solchen Fällen und so. Da möchte der dann halt vielleicht, dass das geleakt wird oder keine Ahnung was. Das Es kann kann. natürlich auch sein, dass das offiziell von der Polizei auch ausgegeben wurde. So. Bloß, wie gesagt, der Fall ist ja schon ein bisschen älter, deswegen hat man das vielleicht damals nicht so mitbekommen. So wissen. Ja. Oder sich noch nicht mit dem Fall halt befasst und keine Ahnung. Ja. Also, ich habe mir gerade überlegt, ich werde mal die Pressestelle der Polizei in Paderborn oder wer ist die ermittelnde Polizei? Sind die in Bielefeld oder Paderborn? Bielefeld hat ja überhaupt keine Mordkommission, oder? Habe ich mal gelesen. So nicht sagen. Na gut, das kriegt man ja raus. Dass ich vielleicht da mal eine Anfrage stelle, mal sehen, ob die antworten. Ja, weshalb halt auch die Höchste da ausgeschlossen worden. Ne? Ja, warum die Aber ich bin explizit aus. nicht sicher, ob sie sich dazu äußern würden, aber kann man ja versuchen natürlich. Man kann es ja versuchen, ne? Ob ich da eine Antwort bekomme. Aber Ja. es kann natürlich sein, dass du dafür einen Presseausweis bräuchtest Den oder habe dann ich ja. Ne, eher, den habe ich also ja. dass sie dann eher konkrete Angaben machen würden. Ja. Aber das Ding ist, auch was du jetzt meinst mit den Fotos und so, die Polizei kann ja oder darf ja nichts leaken, was halt irgendwie Täterwissen beinhaltet und so. Ne? Ja. Weil sie da durch bestimmtes Täterwissen, also wenn sich jetzt irgendjemand meldet und so und das dann nachher beichtet oder so bei der Polizei. Und der hat halt Täterwissen, dann wissen wir ja dadurch schon allein, dass das der Täter ist. Ja. Also wenn er halt dann Dinge vorträgt, die halt nur der Täter wissen kann. Also von dem die Polizei halt weiß, aber was halt nie an die Öffentlichkeit geraten ist. Ja. Genau. Nee, was mich einfach interessieren würde, ob die in dem mit dem die den Höxter Pärchen einfach mal einen Verdacht hatten, ob die da eine Vernehmung gemacht hatten, ob die da einfach mal nachgefragt hatten. Das würde mich mal interessieren. Weil das hat man ja nirgendwo mal gelesen, ne, dass die irgendwie in diese Richtung ermittelt hätten. Ja, das heißt auch in dem Zusammenhang halt so, was wir letztes Mal schon gesprochen haben, dass wir die, wie ist sie, Angelika, sich bei der Mutter von Frau Knipser gemeldet hat und sonst was so. Dass er dann die Polizei ja mit der Mutter gesprochen hat und wie gesagt, und die definitiv ausgeschlossen hatte, denn. Also werden ja, denke ich mal, mit denen gesprochen haben, also jetzt mit Angelika und Wilfried, also bezüglich des Falls und so. Also Ja. müssen wir eigentlich müssen wir das ja automatisch machen, also von allein aus. Weißt du? Ja. Also wie gesagt, was ich ja meinte, wenn die halt seit 10 Jahren das Dato damals halt seit 10 Jahren nach dem Täter suchen und so, und dann finden sie halt jemanden, der halt in Frage kommen könnte, dann müssen sie den ja drauf ansprechen. Ja, eigentlich Und halt schon, auch ne? geprüft und halt auch entsprechend geprüft haben. Bloß wie Ja. gesagt, die werden dann nichts gefunden haben, so dadurch, dass das halt schon 10 Jahre her ist und so. Ja. Und wenn die dann Okay. vernommen wurden, dann, wie gesagt, werden die ja nichts gebeichtet haben, freiwillig. Ja, klar. Aber meinst du, ist denn bekannt, ob es jetzt noch aktiv eine
eine Gruppe, Ermittlungsgruppe speziell zu Frau Geliebst bei der Polizei gibt, oder ist das ein Cold Case, der nur hin und wieder mal aufgerollt wird? Soweit ich halt weiß, ist das ja generell so, ne, dass halt auch Cold Cases und so immer wieder bearbeitet werden, halt von neuen Ermittlern oder so, die halt Ja. auch ins Revier dann reinkommen und so. Also, das wird ja Ja. wahrscheinlich, bis der Fall gelöst wird, beziehungsweise ob er überhaupt gelöst wird, wird das ja alle, keine Ahnung, wie viele Jahre mal passieren, wahrscheinlich. Ja, Weil, wie ja. gesagt, weil Mord halt nicht verjährt und so. Also, die werden ja, sind ja immer noch, also werden ja ewig lange da hinterher sein, so quasi. Bloß die Frage ist, ob die es halt auch gründlich machen und keine Ahnung. Naja. Und wie gesagt, halt, ob überhaupt noch irgendwas zu finden ist, halt irgendwelche, keine Ahnung, Beweise, keine Ahnung. Also Aber keine Ahnung, eigenartig. wenn ihr den Pulli, würden, hätten die Pulli im Auto gefunden, das von Frauke oder so, ist ja klar. Dann Naja, klar. hätten ihr quasi ein Beweisstück oder sowas, wird es ja nicht gegeben haben. Ja. Ja gut, die Frauke Liebs, die hatte ja jetzt keinen Koffer dabei, um Sachen zu wechseln, sondern die ist, wo sie verschwunden war, mit denselben Klamotten noch anhatte, wo sie dann, wo die Leiche gefunden wurde, ne? Ist ja auch gefunden worden, ja. Genau, ja. Ja, oder Aber halt Haare oder sonst was und keine Ahnung, was gibt es ja 10 Jahre später auch nicht mehr. Weißt du? Dann ist ja ja. schon 10.000 Mal das Auto durchgesaugt in der Zeit und so. Ja, ob das Auto überhaupt noch existiert, das ist ja Ja, wahrscheinlich oder so, ja, genau. schon längst verkauft worden oder verschrottet worden oder wie Ja, auch immer, ne? genau, ja. Ja. Das ist das Problem, wenn so viele Jahre vergangen sind, ne? Also für mich persönlich sind die Hauptverdächtigen halt die Höchste. Wie gesagt, deswegen hatte ich auch letztens Ja. schon angerufen. Nee, da Wo gebe du ich ja dir noch voll. gesagt hast, dass das halt zeitlich nicht zusammenhängt und keine Ahnung, oder Ja. noch davon ausgegangen bist zu dem Zeitpunkt halt. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ja. Was denn? Nee, das mit dem Höxter-Ehepaar oder zumindest der Wilfried W., Ja, genau. ja, da mit in Verbindung gebracht werden könnte. Also. Ja, von, also bei dem Chat schrieb ja von immer noch jemand irgendwie, dass das ja zeitlich nicht zusammenhängen kann und keine Ahnung. Also, das hat halt noch nicht jeder mitbekommen, ne? Dass sie halt damals schon, also zusammen gewesen sind, verheiratet gewesen sind und so. Und dass Wilfried halt schon ähnliche Fälle damals begangen hat, so. Ja. Was er auch meinte mit seiner Ex-Frau, dass er die halt auch im Auto festgehalten haben, hatte und so. Und die halt auch misshandelt hat und keine Ahnung. Achso, und hier die Frau, die Angelika W. soll ja angeblich die Opfer gesucht haben, damit der Wilfried halt seine Wut und so nicht an ihr auslässt, so, weißt du? Also an der Angelika, sondern dann halt an den Opfern, die sich halt gesucht haben. Genau. Weil er generell so ein Typ gewesen sein wird und so. Ja. Und auch das Thema war, dass du halt nicht intelligent sein musst, um irgendwelche Taten zu begehen. Das Ding ist ja umso dümmer quasi, umso gewalttätiger sind die Leute halt auch oftmals, weißt du? Manuela schreibt hier zum Beispiel, die Ermittler haben gesagt, dass es im Horrorhaus keinerlei Anzeichen auf Frauke gegeben hat. Ja, gut. Sagt das nach 10 Jahren. Nach 10 Jahren tun die das durchsuchen. Ja, wie gesagt, damals gab es das Horrorhaus ja auch noch nicht, also beziehungsweise haben die Höchse, Quatsch, die Angelika W. und Wilfried W. ja noch nicht da drin gelebt. Dann ist ja klar, wie gesagt, was ja schon gesagt wurde, dass es dann halt auch keine Spuren von Frauke in dem Haus geben wird. Bloß wie gesagt, die beiden waren halt schon verheiratet, waren schon seit 99 oder so war das ja verheiratet und so. Waren ja schon zusammen. Und wie gesagt, er hat ja damals schon halt, also es ging ja schon viel früher los so mit den Dingen, also mit denen, was er halt veranstaltet hat. Also mit den Frauen, die er festgehalten hat, gefoltert hat. Und wie gesagt, seine Ex-Frau ja auch. Also noch vor Angelika, wie also noch vor 99 hat er seine Ex-Frau ja schon misshandelt und im Auto festgehalten. Deswegen natürlich passt das zeitlich zusammen. Und natürlich auch in nächster Nähe und so haben die halt gewohnt und keine Ahnung. Ja, aber schau mal, wenn Mord verjährt ja nicht, ne? Aber wäre es denn mal angenommen, Wilfried W. hätte Frauke damals entführt, tagelang festgehalten und Frauke wäre dann irgendwann vor, keine Ahnung, Erschöpfung gestorben oder wegen den Medikamenten oder wie auch Ja, immer, ja? oder Wassermangel oder sonst was, Ja, ne? richtig, ja. Und dann, was ist es denn dann? Ist das schwere Körperverletzung mit Todesfolge?
Das Das ist, denke ich mal auch. es wären Denke ich ja mal auch. kein, Entweder ist, das, entweder das oder Totschlag oder unterlassen hilft. genau, es wäre ja kein Mordmerkmal, ne? Ne, genau. Und Mord ist das halt hat, aus Habgier oder genau. beispielsweise. Genau, und ja, oder aus niedrigen Beweggründen, ne, könnte man auch noch nicht mal sagen. Also das wäre dann irgendwie ja, Entführung mit Todesfolge oder keine Ahnung, schwere Körperverletzung Sowas, oder genau. unterhalb irgendwas, ja. Und sowas verjährt ja. Und sowas, wenn man jetzt 17 Jahre danach, ich denke, das wäre verjährt, oder? In dem Das kann Moment, sein, wenn dass. das wirklich so wäre, können die ja Wilfried W. durchaus jetzt an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ja, ich war das damals. Aber Frauge ist. Er könnte, aber also theoretisch, aber was hätte er davon? Eben, ne? Dann hätte er nämlich auch keine Chance, eventuell doch vorzeitig entlassen zu werden. Oder er hat ja nur 11 Jahre bekommen, ja. 11 Jahre hat er ja nur bekommen. Damals. 2018 war das Urteil, glaube ich, ne? Und das heißt. Er würde ja 27, 26, weiß ich, wie lange er in U-Haft war, würde er ja entlassen werden. Und deswegen prüft er jetzt, also wäre schon in 3, 4 Jahren. Und deswegen prüft er die Staatsanwaltschaft im Moment, ob die nachträgliche Sicherheitsverwahrung in Betracht kommt, ne? Deswegen gab es ja auch schon Gerichtstermine. Nur wenn er jetzt natürlich dann sagen würde, ja, Frau Geliebs war auch ein Opfer von mir, dann hätte er natürlich überhaupt keine Chance, dann würde er nachträgliche Sicherungsverwahrung Genau, mit Sicherheit bekommen. Und dem will er ja auch entgehen, ja. Das ist ja klar, ne? wobei Auch. er die Sicherheitsverwahrung müsste meiner Meinung nach sowieso bekommen müssen. Ja, die bekommt er mit Weil das Sicherheit Ding ist auch. ja, keine Ahnung, Sexualstraftäter beispielsweise, die sind halt auch so lange gefährlich, wie sie körperlich dazu in der Lage sind. Weißt du, Ja. beispielsweise Frauen ja, halt anzugreifen, Ja. zu vergewaltigen, zu ermorden oder keine Ja, Ahnung, was ist das? genau. Genau wie bei Serienmördern halt genauso. Solange die Genau. halt noch körperlich dazu in der Lage sind, also solange die nicht, keine Ahnung, als Krüppel im Bett liegen oder sonst was oder krebskrank oder keine Ahnung, todkrank sind oder sonst was oder keine Ahnung, viel zu alt, nachher mit 90 geht das natürlich nicht mehr. Aber Ja. solange sind die halt aktiv. Übrigens dazu gibt es auch einen sehr schönen Beitrag. Ich suche das gerade mal raus, dann setze ich hier mal einen Link rein, über die Sicherheitsverwahrung hier in Berlin. Da haben die mal eine Reportage drüber gemacht, waren die auch in dem Blog drin gewesen und haben da, genau, hier ist es. Ich setze den Link mal rein. Solltet ihr euch mal angucken, wer es noch nicht angeguckt hat, eine sehr, sehr interessante. Und da ist nämlich auch ein über 80-Jähriger drin, der Sicherungsverwahrung hat und der nicht entlassen wird, weil man immer noch sagt, der könnte immer noch, wenn er wollte. Ja, genau. Ah, die hatte ich auch Körperlich. gesehen, die hatte ich auch schon gesehen vor ein paar Jahren, die Dokumentation. Ah ja. Ich setze hier mal den Link rein, weil das ist wirklich sehr interessant. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich ja das gerne mal angucken. Ich werde das mal oben anpinnen. Das Ja, da war ist. ja auch, glaube ich, so ein Typ, der halt, der hat auch schon mehrere Frauen vergewaltigt und ermordet und so, und der meinte halt zu der Psychologin oder so, dass ihm das egal ist, ob die Frau überlebt oder nicht, weißt du, Hauptsache, er bekommt halt seinen Sex und keine Ahnung was. Und es ist ihm auch egal, ob er die erwürgen muss oder erstechen muss und sonst was. Ja, Weißt du? ja, Das ist ja ja. das, was ich halt letztes Mal schon angesagt hatte, angesprochen hatte, dass das Vorgehen nicht immer dasselbe ist, so, weißt du? Ja. Also die Art und Weise, wie die Opfer halt getötet werden. So. Genau. Also es gibt halt Leute, die halt ständig dasselbe machen, beispielsweise Frauen mit Stricke ermorden oder halt ihre Opfer halt und keine Ahnung was oder erstechen oder so, aber es gibt halt auch so viele Fälle, wo es halt völlig irrelevant ist, wie die jetzt, also welches Mordgerät die halt benutzen. Die nehmen halt das, was ihnen gerade in die Hände kommt. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich werde jetzt mal wirklich auf doof, da kenne ich ja nichts, die Mordkommission bzw. die Staatsanwaltschaft anschreiben und bitte um Auskunft, ob denn in dem Zusammenhang, was den Fall Frau Geliebs betrifft, auch mal dahingehend ermittelt wurde, was Wilfried W. betrifft. Das würde mich mal interessieren. Mal sehen, ob ich Antwort bekomme.
Antwort bekomme ich mit Sicherheit, aber meistens ist es immer so, darüber können wir Ah, keine Auskunft dann schreib geben. direkt dazu, dass du auf eine befriedigende Antwort Ja, bestehst. genau. Ansonsten stehst du persönlich vor der Tür oder so. Ja, genau. Ich komme persönlich vorbei. Oder ich weiß, wo ihr Auto steht. Ja, Genau. genau. Gut, ja, mache ich mal morgen. Ich hänge dann, wie gesagt, einen Presseausweis habe ich ja, hänge ich dann da dran. Und dann werde ich sehen, ob die mir Auskunft geben oder nicht. Ja. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass irgendwelche internen Sachen ausgesprochen werden, aber. Nee, es geht ja nur darum, ich will ja keine Inhalte wissen. Ich will nur Ja, wissen, sondern einfach nur, ob die. ob dahingehend ermittelt wurde. Ne? Und Oder das, ausreichend ermittelt wurde natürlich. genau. Und das zu sagen mit Ja oder Nein zu beantworten, das ist ja, was soll daran schlimm sein? Ne? Gut, Der dann macht das, ne? sehr vielen lieben, was habe ich denn mit Deutsch heute Abend? Lieben Dank. Sehr vielen lieben Ja, dann Dank. werde ich jetzt erstmal den Stream weiterverfolgen. Ja, alles klar. Danke dir für Alles den klar, und Anruf, schönen ja. Abend noch, ne? Dir auch, Jo, bis danke. dann. Ciao. Tschüss. Ach Mensch. Irgendeiner hatte noch angerufen. Ich rufe den mal zurück. Muss ich Mikro leise machen? Nee, da heißt nur willkommen bei O2. Das Handy ist offenbar aus. Okay. Aber da hat doch jemand angerufen. 22:21 Uhr oder? Warte mal. Doch, ausgehender Anruf, ja. Ich versuch's nochmal. Nee, da geht im Moment keiner dran. Okay. Nabend. Guten Abend, Bernie, ich grüße dich. Hi, ich habe gerade versucht, dich zurückzurufen. Deswegen kam ich nicht durch, weil du auch versucht hast es. Wahrscheinlich. Ach so, okay, ja, das kann sein. Ja, Bernie, ich wollte was zu der Geschichte sagen, die du eben besprochen hattest, mit dem netten Anrufer davor, und zwar wegen der Ermittlung gegen das Höxter-Paar. Ja. Und zwar weiß ich jetzt nicht, ob du diesen Podcast gehört hattest. Ich glaube, der ist kurz oder in der Corona-Pandemie oder kurz danach irgendwie erschienen. Hier vom Stern, glaube ich, so ein Journalist, der irgendwie mit dem Stern zusammenarbeitet, und der hatte ja den Fall von einer Frauke Liebst intensiv quasi ja, dargestellt und war auch in Verbindung mit der Mutter und so weiter. Und auch mit den Ermittlern etc. Und da hieß es ja im Podcast, dass als das Ehepaar von Höxter erwischt worden ist oder verhaftet worden ist, dass die Angelika weder ihren, also die ganze Schuld quasi an ihren Ehemann quasi abgeschoben hat, und hatte dann ausführlich mit der Polizei zusammengearbeitet und auch Details geschildert, die sonst nie ans Tageslicht gekommen wären. Und da wurde dann halt gesagt, dass die Angelika wie wirklich eine Liste erstellt hat mit Namen aller Opfer und auch, ich glaube, auch mit den Daten, also in welchem Jahr das war, ich glaube wirklich auch Ort und so weiter, also Zeitangabe etc. und auch was für Taten da an den Opfern begangen worden sind. Also was für Quälereien und so weiter. Und genau, und da, in dem Zusammenhang wurde halt gesagt, dass also der Name von der Frauke ist da auf der Liste nicht aufgetaucht. Und da wurde, glaube ich, dann vermutet, dass
die Angelika W. das ansonsten auch preisgeben würde, weil die wirklich halt Sachen ausgeplaudert hat, die so nie irgendwie ans Tageslicht gekommen wären. Ja. Damit sie quasi eine Strafminderung bekommt. Genau, das war die eine Sache, was quasi im Podcast erwähnt worden ist. Dann wurde auch noch gesagt, dass die Mutter von der Frauke Liebs, also die Ingrid Liebs, ja auch selber mit, ich glaube, in verschiedenen Abständen mit unterschiedlichen Personen zusammengearbeitet hat an diesem Fall und auch privat ermittelt hat. Und da war auch wohl ein wohlhabender Detektiv, oder da waren, glaube ich, zwei sogar, zwei Personen, die da ermittelt haben, und da kam dann irgendwie, wurde auch darüber geredet, quasi, dass es ein paar aus Höxter das nicht sein kann. Ich habe es leider nicht mehr im Kopf, warum genau, aber ich weiß noch, dass es irgendwas damit zu tun hatte, glaube ich, dass da irgendwie ein Brief in der Nähe, so ein Abschiedsbrief oder so in der Nähe vom Fundort von der Frauke Liebster gefunden worden ist. Und daraufhin dann ein anderer Täter irgendwie oder ein anderer Verdächtiger entstanden ist, wo dann auch die, ich glaube, das war im Jahr 21, also 2021, wo dann auch nochmal in so einem kleinen Dorf in der Nähe von diesem Totengrund da quasi nochmal so eine Person verdächtigt worden ist und so weiter. Aber da kam dann, glaube ich, auch nichts heraus. Genau, das wurde da halt besprochen, und wegen dem Treffen mit der Angelika W. wurde da halt gesagt, dass die, als sie jetzt also als sie dann ins Gefängnis kam und so weiter, dass sie da wohl auch bei den Polizisten und anderen Personen halt immer wieder versucht hat, Aufmerksamkeit zu erlangen. Und dass die Polizei da quasi die Empfehlung an die Mutter von Frauke ausgesprochen hat, dass sie da lieber nicht hingehen soll zu diesem Treffen, weil das wieder nur ein Versuch sei, Aufmerksamkeit, also mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, aber die hat sie Da doch sie schon allein dadurch gehabt, dass sie dieses Angebot gemacht hat. Ja, vielleicht hat sie sich da mehr erhofft, dass sie dann nochmal in die Nachrichten kommt oder was auch immer, weil da war ja auch dieses psychologische Gutachten, wo halt gesagt worden ist, dass sie überdurchschnittlich intelligent sein soll und dass der Mann von ihrer quasi unterdurchschnittlich intelligent sei oder auf Deutsch gesagt nicht der Hellste war. Und deswegen hat sie wohl solche Spielchen drauf. Und auch Narzissmus wurde, glaube ich, bei ihr festgestellt, worauf dann, also woraufhin dann gesagt wurde, dass es nur quasi um die Aufmerksamkeit und so weiter geht, weil es wohl mehrere Fälle gab, wo sie halt die Aufmerksamkeit gesucht hat und das genossen hat. Also es wurde, glaube ich, auch im Podcast gesagt, dass diese Angelika W. das auch genossen hat. Also diesen ganzen Prozess und die ganzen Leute und die Fragen. Und sie hat auch nicht den Eindruck irgendwie von Betroffenheit gemacht. Also das wurde so im Podcast geschildert, als ob sie als dritte Person irgendeine Geschichte erzählt, so nach dem Motto, und selber gar nicht da irgendwie drin war. Also man hat halt mehr Reue oder irgendwie emotionale, ja, Ausdrucksweise oder sowas von ihr erwartet, aber das war wohl auch nicht der Fall. Und daraufhin, meines Erachtens nach, wurde halt gesagt, im Podcast zumindest, dass die Mutter dann nicht dahin gehen sollte. Und sie hat dann auch in diesem Podcast halt öfters auch Stellungnahmen und so weiter bezogen. Und da meinte sie dann auch selber, dass sie nach einem einstündigen Gespräch mit den Ermittlern dort dann ja, zu der Entscheidung kam, halt nicht dahin zu gehen, weil sie quasi kurz davor stand. Also dieser Podcast, ich weiß noch, dass er irgendwie vom Stern ist, aber nicht mehr ganz genau, wie der heißt. Da wird wirklich viel nochmal beleuchtet und so weiter. Also den könnte ich dir empfehlen, falls du den noch nicht gehört hast, oder die Zuschauer hier, falls sie da nochmal Fragen oder sowas haben. Da ist wirklich, das sind mehrere Folgen und da wird wirklich viel darüber gesprochen. Also wirklich alles Mögliche. Auch dieser Nils und so weiter. Da wird wirklich alles durchleuchtet, oder ihr Freund und so weiter, auch die Orte, wo sie telefoniert hat und so weiter. Genau, wo das empfangen worden ist und so weiter. Also da sind wirklich sehr viele Infos. Das könnte ich halt nur den
Zuschauern und dir vor allem empfehlen, weil der auch, glaube ich, nicht so alt ist. Ja, also wie gesagt, ich glaube, die letzte Folge war irgendwie vor einem Jahr, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Okay. Ungefähr. Ja. Genau. Also das wollte ich jetzt nur dazu sagen, weil es ja um das Paar ging. Ja. Aus Höxter. Ja. Genau, die hat da wirklich alles ausgeplaudert anscheinend, richtig mit Listen und so weiter, und da kam dann viel ans Tageslicht. Ja. Und die Frauke sei nicht dabei gewesen. Okay. Genau. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für deinen Anruf. Na klar. Und ich danke dir auch, dass du zurückgerufen hast. Ja. Und ich hatte dir das schon vor 2 Wochen gesagt, Bernie, aber mach die Frau nicht allzu wild, ja? Also die kann man ja kaum mehr aufhalten. Du bist echt ein Rockstar. Ja. Du bist ein YouTube-Rockstar. Ja, genau. Ich wünsche dir noch einen schönen Stream, ja? Und weiter so. Danke dir. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. ich versuche euch jetzt mal hier. Warte mal sehen, ob ich das irgendwie reinkriege. Ja, genau. Also, ich zeige euch das, Frau Geliebs, das Thema ist jetzt erstmal für heute zumindest beendet, sage ich mal, zum Abschluss. Wir machen ja Sonntag spätestens weiter, auch mit Frau Geliebs, aber ich hoffe, dass ich dann ein bisschen mehr Erkenntnisse habe, was jetzt das Höxter Ehepaar eventuell damit zu tun hat, weil ich werde mich mal versuchen mit der Polizei beziehungsweise der Staatsanwaltschaft in Bielefeld oder ein Paderborn in Verbindung zu setzen. Mal sehen, ob die irgendwas von sich lassen. Zum Abschluss heute Abend. Ihr kennt das ja, viele Katzenvideos, wo Katzen irgendwie beim Fressen dann eine Gurke dahingelegt bekommen. Ja, so eine lange Gurke, grüne Gurke. Und sich da dermaßen erschrecken, dass sie so halb durch die Luft federn. Und das habe ich heute mal versucht bei meinen Katzen. Ich war heute Abend noch einkaufen gewesen und habe gedacht, ach Mensch, nimmst mal so eine Gurke mit. Habe dann meine Katzen hier gefüttert, also nicht rummeckern, wenn ihr jetzt seht, neben den Fressnäpfen tut auch ein bisschen Futter liegen, aber das macht hier gerade die Weiße, die Laila, macht das sehr gerne, die kleckert dann ein bisschen. Aber schaut euch mal diese Reaktion an. Das ist natürlich sehr interessant gewesen. Also, da sind sie am Essen. Rechts, das ist Mia, links ist Laila. Die sind exakt auf den Monat genau gleich alt, nämlich jetzt 1 Jahr und 2 Monate alt. Und jetzt lege ich da eine Gurke hin. Und schaut gleich mal, was da passiert. Laila guckt erstmal, was ist denn damit? Was ist das? Und bumm. Voll den Schrecken bekommen und denken, das wäre wahrscheinlich eine Schlange. Also, die Katzenvideos, die haben schon was Wahres, dass Katzen darauf auf Gurken so reagieren. So, haben sie aber ganz schnell wieder, haben keinen Schock fürs Leben bekommen, keine Angst. Leibinschei schreibt, das funktioniert aber nicht bei jeder Katze. Stimmt, aber bei meinen hat es zumindest funktioniert. So, also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch nicht gedacht, dass meine Katzen darauf reinfallen. Aber ihr habt ja gesehen, gerade Laila, die Weiße, die hat doch einen kleinen Luftsprung gemacht. Ja, Katzen sind Engel, die den Menschen helfen, ja. Also der Meinung bin ich inzwischen auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sind so fantastische Tiere. Ich war ja eigentlich, ich habe früher nie Katzen gehabt, ich habe immer Hunde gehabt. Und für mich war es natürlich eine unheimliche Umstellung, Katzen zu haben. Ja, aber eine Katze kam für mich nicht in Frage, weil ich halt tagsüber nicht zu Hause bin. Das heißt, 2 Katzen, dass sie sich miteinander beschäftigen können. Aber
gerade die Mia, die nicht die weiße, sondern die andere, die graue, die ist so menschenbezogen, die liegt auch hier wieder neben mir hier auf dem Bett. Und sie sucht immer meine Nähe, ja. Und wenn jetzt der Schreibtisch hier vor mir frei wäre, dann würde sie sich auch wieder hier vor mich hinlegen. Also die ist unheimlich menschenbezogen. Immer wenn ich ins Bett gehe, merkt die das sofort, auch wenn die gerade woanders da schläft. Die kommt dann so, die merkt dann, oh, der Alte legt sich hin ins Bett, ich hole mir erstmal meine Kuscheleinheiten ab. Dann kommt sie zu mir ins Bett und will erstmal mindestens 10 Minuten gekrault werden, gekuscheln. Und dann haut sie nach 10 Minuten wieder ab und legt sich woanders da schlafen. Und die Weiße, Laila, die hat das inzwischen auch schon so mitgekriegt. Ach, der Alte tut ein bisschen kuscheln, komme ich doch auch mal mit dabei. Also habe ich dann 2 Kätzchen, die abends mindestens 10 Minuten Streicheleinheiten haben wollen, bevor sie sie selber hinlegen. Oder gerade die Nacht, die sind ja auch viel nachtaktiv, Unsinn machen. Aber gerade die andere, die Mia, die ist sehr, sehr menschenbezogen. Die folgt mir überall hin. Wenn ich auf Toilette gehe, dann hängt sie da. Das ist schon sehr, sehr auffällig. Ne? Aber es ist schön. Ne? Platin schreibt, Katzenvideos ziehen immer dadurch, geht die weiß. Mit der Livestream viral, ja. Ja, vielleicht soll ich mal ein bisschen mehr Videos von meinen Kätzchen machen, die wirklich mir, ich habe die jetzt über, nee, genau ein Jahr, im Oktober letzten Jahres habe ich die gekauft, wo sie 8 Wochen alt waren. Und ja, ein Jahr, wie schnell ein Jahr vergeht. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, die irgendwie nicht mehr, dass ich die hier nicht mehr habe, dann würde mir unheimlich was fehlen. Und auf der anderen Seite behindern das natürlich auch, ne? Man kann nicht so in Urlaub fahren, wie man will. Ich war dieses Jahr deswegen so gut wie gar nicht weg, weil, wie soll ich sagen, natürlich kann man ein paar Tage weg sein, aber dann geht es auch immer wieder durch den Kopf, klar. Ein-, zweimal am Tag guckt jemand nach ihr oder nach denen, gibt ihnen Futter und so weiter. Aber trotzdem sind die ja dann nachts alleine und tagsüber sowieso. Und nur halt jeweils für 1-2 Stündchen am Tag haben sie hier menschliche Gesellschaft. Und das, da habe ich dann immer ein schlechtes Gewissen. Und ja, einerseits ist es schön, Katzen zu haben oder überhaupt Haustiere zu haben. Und andererseits ist es sehr einschränkend, ne? Wenn man da irgendwas machen möchte. Michelle schreibt, mein Kater kommt nur kuscheln, wenn er hofft, was Fressbares zu bekommen. Okay. Nee, was mir aufgefallen ist, die bekommen ja auch jeden Tag Leckerlis, ja, da gibt es so eine Tüte, ich weiß nicht, wie das heißt, ich will jetzt auch keine Werbung dafür machen, weil ich dann für nicht bezahlt werde, aber da stehen die drauf, ja, und wenn ich diese, das sind immer so kleine Tütchen, und da mache ich eben immer so jeden so 20 Leckerlis dahin, und das fressen die unheimlich gerne, und wenn ich das aber auf dem Tisch liegen lasse, habe ich jetzt beobachtet, dann ist die Weiße, nämlich Laila, dabei, das vom Tisch zu klauen und dann irgendwo im Versteck aufzumachen, die ganze Tüte, um das alles dann zu fressen. Also da muss ich schon sehr aufpassen, dass die da nicht so drankommen. Ich bin ja froh, weil hier im Wohnzimmer, da gehen die schon überall hin. Ne? Alles, was höher liegt, ja auch hier auf dem Board, wo das Fernseher ist, da springen sie drauf, wo ich sie dann aber trotzdem gleich wieder runter scheuche. Wo ich drüber froh bin, dass die es noch nicht gerafft haben, in der Küche auf die Schränke und auf die Ablagen und so weiter zu springen, weil denen das doch ein bisschen, das kennen sie nicht, ne? Oben, was da oben sein könnte. Und deswegen, was sie nicht kennen, was sie nicht einsehen können, da springen die auch nicht einfach blind hin. Und das ist das Gute. Ich hoffe, das bleibt so. Weil das wäre für mich persönlich eine kleine Katastrophe, wenn die in der Küche dann überall oben rumspringen würden. Das geht gar nicht.
Ja, Michelle schreibt, das kommt noch, Bernie. Ich hoffe nicht, Michelle. Ich hoffe nicht. Sabine schreibt, meine Katze geht selten in die Küche, ja. Unsere Katzen haben meinen Mann und mich voll im Griff. Wir dürfen sogar bei den beiden im Bett schlafen. Süß. So, Leute, dann würde ich mich erstmal jetzt schon bei fast 400 gleichzeitigen Zuschauern heute Abend recht herzlich bedanken. Ich habe ja gesehen, die Livestreams werden im Nachhinein haben Klicks von zwischen 5.000 und 8.000 nach ein paar Tagen. Und das ist eine tolle Sache. Da auch nochmal ganz lieben Dank an die Leute, die den Live im Nachhinein nochmal anschauen. Und somit beende ich heute Abend mal den Live und tue jetzt mal ganz vollmundig ankündigen, nächsten Sonntag. war ja letzte Woche Mittwoch, war ich auch live und da sagte ich auch nächsten Sonntag. Und dann habe ich Sonntag gedacht, ach nee, passt jetzt nicht so, ich gehe doch wieder Mittwoch, nämlich heute live. Also ich sag mal ganz locker bis Sonntag, allerspätestens aber Dienstag oder Mittwoch. Aber ich versuche es dieses Mal Sonntag hinzukriegen. Gut, dann nochmals ganz lieben Dank an euch. Wir sehen uns in wenigen Tagen wieder. Das ist vielleicht besser zu sagen, ne? In wenigen Tagen als einen bestimmten Tag zu sagen. Werde ich mir jetzt mal angewöhnen. Also, bis die nächsten Tage. Und dann auf jeden Fall wieder mit dem Fall Frau Geliebs. Ich werde, wie gesagt, morgen mal die Staatsanwaltschaft in Paderborn bzw. Bielefeld anschreiben. Ich muss gucken, wer dafür zuständig ist, für diesen Fall. Und mal sehen, vielleicht bekomme ich ja irgendeine Antwort, die ich ja hoffentlich dann bis Sonntag oder in den nächsten Tagen euch präsentieren kann. Gute Nacht, macht's gut, bleibt gesund und eine gute Restwoche, würde ich sagen. Nochmal danke fürs Zuschauen. Bis dann. Macht's gut.